Heute bei Aufstreife die Spezialisten. Junge Frau mit unerträglichen Nackenschmerzen. Was passiert? Ja, ich habe meine Schwester heute. Das ist Ihre Schwester. Das ist meine Schwester. Frau Palinka, ist das in Ordnung, dass Ihre Schwester hier bleibt? Schwester? Ja, sie darf hier bleiben. Okay, dann stehen Sie mal auf. Sie kommen jetzt gerade von zu Hause. Von zu Hause kommen sie. Hat ja schon seit mehreren Tagen hat sie unheimliche Nackenschmerzen und war auch schon bei sämtlichen Ärzten. Und was heißt sämtliche Ärzte? Also bei 3 Ärzten, beim Hausarzt war sie, dann war sie noch, weiß ich, bei irgendeinem anderen Arzt, aber die wussten auch nicht, weil ich habe sie Frau Zimmer gerade gefunden zu Hause. Ich habe gesagt, jetzt ist Feierabend. Also die kann ja sich gar nicht mehr auf die Beine halten. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Assistenzärztin Katharina Zimmer kümmert sich in der Notaufnahme um eine Frau mit Nackenschmerzen. Dass die Patientin möglicherweise in Lebensgefahr schwebt, ist aber noch nicht erkennbar. Ja, es ist schon gut verspannt hier auch im Nacken, ne? Sie sind auch ganz schief. Mhm. Ich war auch beim Orthopäden und der hat gesagt, ich habe Muskelverspannungen. Mhm. Da waren Sie jetzt auch schon beim Orthopäden? Da war ich auch schon. Mhm. Was machen Sie beruflich? Ich klopfe mal so ein bisschen die Wirbelsäule ab. Ja, wenn was ganz doll wehtut, Bescheid sagen. Ich bin Sekretärin. Ach, dann haben Sie immer eine sitzende Position, ne? Ja. Sitzen sehr viel. Ja, also meine Schwester, die quält sich jetzt schon seit circa 10 Tagen mit so komischen Verspannungen rum. Und als ich sie da heute auf dem Sofa gefunden habe, da wusste ich, das kann keine normale Verspannung sein. Ich meine, sie ist Sekretärin von Beruf und das kann jetzt auch nicht daran liegen, dass sie nur Sitz oder hohe Schuhe trägt. Naja, und gerade am Nacken, das kann ja was Ernstes sein. Ich meine nicht, dass sie sich noch einen Wirbel verletzt hat oder so. Können Sie mal die Arme anheben? Wie weit geht das? Kannst du sie hinten stützen? Ich habe mit rechts ein bisschen Probleme. Mit rechts ein bisschen Probleme? Ja, der fühlt sich irgendwie so kraftlos. Wie ist das denn, wenn ich hier mal drauf fasse? Wie ist das von der Sensibilität? Fühlen Sie das gleich? Nein. Okay. Gibt doch ziemlich nach rechts weg, ne? Haben Sie denn Probleme mit den Bandscheiben? Was hat der Orthopäde dazu gesagt? Nein, der Orthopäde hat gesagt, Bandscheibe und Wirbelsäule ist in Ordnung und hatte mich dann zum Chiropraktiker geschickt. Meine erste Verdachtsdiagnose waren auch ganz klassische Verspannungen. Ich habe Frau Palinkas dann gebeten, Bewegungen der Wirbelsäule durchzuführen, ihre Arme anzuheben und sich auch auf die Fersen und Zehen zu stellen, wobei sie auch starke Schmerzen hatte, was so das Ganze auch eigentlich bestätigt hat. Einmal nach vorne beugen, bitte. So weit, wie es geht, mit gestreckten Armen. Genau, so weit, wie es geht, nach vorne beugen. Einmal bis auf den Boden die Hände zeigen. Den Arm strecken Sie gar nicht. Ne? Mir wird ganz schlecht. Ja, dann setzen Sie sich mal wieder hin. Ich hole mal eine Nierenschale. Schnell die Nierenschale. Ja, geh mal eben bitte schnell die Nierenschale. Kannst du mir einmal Handschuhe geben? Ja. Ich hab die Haare. M oder S? M. Hast du so ein bisschen Zellstoff da? Ja. Hier vorne am Sono brauchst du die Haare. Dass es sich nicht um normale Muskelverspannungen handelt, vermutet nun auch die behandelnde Ärztin. Um der Sache auf den Grund zu gehen, ist medizinische Detektivarbeit nötig. Nackenmuskulatur, das ist schon wirklich. Können Sie Ihren Kopf denn so ein bisschen auf die Brust bewegen von alleine? Oder tut das ganz doll weh? Das tut so weh, es geht nur ein kleines Stückchen. Mhm. Und wie ist das mit Hilfe, wenn Sie so ein bisschen mit der Hand mithelfen? Geht das? Nein, kann ich doch gar nicht mehr sehen. Sie doch, geht doch gar nichts. Ja, aber ganz ruhig. Ja. Ich muss ein paar Tests machen, um einfach Sachen auszuprobieren. Ich weiß, dass Sie sich Sorgen machen. Das ist Ihre Schwester. Das ist völlig nachvollziehbar. Da werden wir alle nicht anders wie Sie, ja? In der klinischen Untersuchung präsentierte sich Frau Palinkas nicht mit typischen Schmerzen oder Vorfällen eines Bandscheibenprolapses. Das heißt, sie konnte ganz normal sich auf die Zehen stellen, auf die Fersen stellen und zeigte damit keine Einschränkungen. Ich würde, glaube ich, gerne einen Ultraschall mal machen, um einfach eine Karottendissektion ausschließen zu können. Besonders, wenn sie da so viel schon beim Chiropraktiker hat machen lassen und das seitdem so schlimm ist. Das passiert ja oft. Aber was ist denn das? Was meinen Sie denn für welche Untersuchungen? Hier ist ja eine ganz große Arterie, die vom Herz zum Kopf geht, um den Kopf mit Sauerstoff und Blut zu versorgen. Und wenn es da zwischen den Schichten sich so ein eigenes Lumen bildet und der Blutfluss nicht durch das Hauptlumen, sondern durch dieses eigene Lumen geht, dann nennt sich das Karottendissektion.
Und das müssen wir jetzt einfach ausschließen. Und das hat der Chiropraktiker dann? Es kann manchmal sein, dass durch eine ganz intensive Behandlung beim Orthopäden oder Chiropraktiker es bei diesen Verrenkungen oder ruckartigen Muskelentspannungen, die da gemacht werden, es zu dieser Dissektion kommen kann. Doch die Behandlung durch den Chiropraktiker hat offenbar keine Schäden verursacht. Katharina Zimmer sucht nun nach einer anderen Erklärung für die Beschwerden. Die Schmerzen sind besonders bei Ihnen auf der rechten Seite. Ja, oder auch links. Das Taubheitsgefühl ist auf der rechten Seite schlimmer. Ich kann ja kaum richtig greifen. Mhm. Haben Sie denn irgendwelche Allergien? Nein. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Nein, auch gar nicht. Auch nicht die Pille? Nein, keine Pille. Weil ich halt so ein bisschen auch, weil Sie auch einen Bürojob haben, Sie sitzen viel, ich will ausschließen, dass es zum Beispiel zu einem Thrombus, auch ganz ruhig bleiben, wir kümmern uns um Sie, dass es durch einen Thrombus, der hochgewandert ist, vielleicht auch zu einer Embolie kommen kann oder auch zu einem Schlaganfall. Ne? Schlaganfall? Mhm. Sie sind zwar jung, aber trotzdem muss man das mit ausschließen. Durch die Schmerzen, die Frau Palinkas uns beschrieben hat, in der rechten Körperseite, musste ich natürlich auch an einen Herzinfarkt denken, aber auch an einen Schlaganfall. Gerade junge Frauen, die Kontrazeptiva wie die Pille einnehmen und viel sitzen, sind dazu, ja, oder sind sehr gefährdet, eine Thrombose zu erleiden. Und dieser Thrombus kann sich absetzen und in den Gefäßen des Gehirns eine Verstopfung hervorrufen, sodass teilweise Areale nicht mehr vernünftig mit Sauerstoff und Blut versorgt werden können. Waren Sie denn im Ausland? Waren Sie im Urlaub? Ich habe Urlaub in Spanien gemacht. Mhm. Aber, und haben Sie da irgendwie einen Zeckenbiss gehabt, einen Insektenstich? Haben Sie sich irgendwo gestoßen, verletzt? Gibt es irgendwelche Wunden am Körper, von denen ich wissen sollte? Nein, gar nichts. Intakte Haut auch, ne? Ja, am Rücken war aber eben auch nichts. Ich habe ja alles abgetastet auch. Und nach haben Sie denn jetzt gerade gesucht? Ich schaue nach Verletzungen oder vielleicht Zeckenbissen, weil sie hat ja diese Nackensteifigkeit und ich muss halt ausschließen, dass sie vielleicht eine Meningitis hat. Okay. Wir müssen jetzt erstmal alle Untersuchungen abwarten. Bestätigt sich aber mein Verdacht auf eine Meningitis, dann müssen wir direkt handeln. Wir können leider nichts Genaues sagen. Ja, ich bin ja froh, dass sie hier ist. Wie gesagt, sie wollte ja es gar nicht. Also so geht ja gar nicht. Wir kümmern uns also, um Sie. Sie können uns bis zum CT begleiten, wenn Sie möchten. Aber bei der Untersuchung natürlich müssen Sie ja da draußen warten. Ne? Woran die Sekretärin leidet, werden die weiteren Tests zeigen. Doch zuvor versorgt die Assistenzärztin einen Mann, dem vor dem Fernseher ein böser Streich gespielt wurde. Warten Sie schon lange? Ja, es mir dauert mir alles schon zu lang. Ne? Weil das der Lütte hat da nichts anderes Besseres zu tun, als mir meine Hand mit dieser Fernbedienung zu verschmelzen. Mhm. Ich habe meine Frau auch schon angerufen, die wird auch in der Strom liegen. Ne? Die wird dann gleich vorbeikommen und. Das ist ja. Was ist das denn? Womit klebt das denn fest? Keine Ahnung, Sie sind Ärztin, ich bin kein Arzt. Sie müssten wissen, was das hier ist. Schauen wir mal. So kann man das jetzt auch nicht sagen. Ne? Alles gut. Ich habe das auch schon versucht, mit dem Teppichmesser so ein bisschen zu lösen. Das ist mir auch schon gelungen teilweise, aber wie gesagt, das ist eher schmerzhaft. Naja, die ganze eher weniger gelungen. Teppichmesser in die Haut anstatt auf die Fernbedienung, ne? Herr Maurer hatte bereits versucht, die Fernbedienung mit einem Teppichmesser abzulösen, was wirklich keine gute Idee ist. Es kam dabei zu Verletzungen, zu Rötungen, zu Einschnitten in die umliegende Hand. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Da muss man schon mit einem Lösungsmittel vorgehen. Haben Sie Allergien? Nee, alles gut. Bin gegen alles geimpft, ne? Bis auf das Kind. Tetanus? Dann, ne? Weil das kann man sich ja schlecht impfen. Tetanus lassen. Geimpft? Tetanus auch, ja. Okay. Hatte ich eine Auffrischung, ich glaube, beim Hausarzt. Ah ja, super. Ja, dann ist doch gut. Wenn Sie das erst gerade haben Sie gerade gesagt, aber gegen das Kind kann man sich nicht impfen, das ist ja ganz schön unverschämt. Ne? Naja, ganz ehrlich, also ich stelle mir meinen Tagesablauf etwas anders vor, ja, damit ich sowas hier nicht erleben muss. Das Verhalten von unserem Patienten gegenüber seines Neffens war unterste Schublade. Also ihn zu beschuldigen ist das eine, aber es kommt auch immer darauf an, wie man das sagt. Und ich habe dann auch eingeschritten, weil das ging gar nicht. Hast du das denn da dran geklebt? Nein, ich war das gar nicht. Ja. Sagt er jetzt. Ne? Also es geht, es dauert nur einen kleinen Moment. Dann machst du und dann musst du eine mal Reinigung. Schön reinigen. Die Fernbedienung zahlst du machst du eine Salbe drauf. Ich war das gar nicht. Ich war echt sauer, dass mein Onkel mir die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Nur weil er mich nicht mag. Ich habe auch keine Lust, ihn noch mal zu besuchen. Ist ein Cortison vielleicht auch? Ja.
Oh, ja, aber okay. Es geht ab. Es geht, es dauert nur ein bisschen. Ist dann doch Moment, besser als ne? mit einem Messer, ne? Ich habe dann zusammen mit der Schwester eine Lösungsmischung angerührt. Wir haben hier aber spezielle Lösungsmittel, um genau solche Kleber ohne Rückstände und auch ohne Verletzungen der Haut aufzulösen und die Fernbedienung ganz sacht zu entfernen. Seit wann klebt die denn da schon so dran? Ich habe auf meinem Fernsehsessel meinen Feierabend genossen und bin da eingeschlafen. Und als ich wach geworden bin, klebte die halt an meiner Hand. Mhm. Ich dachte, ich sehe nicht schlecht, ne? Als ich das so, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Zieh mal. Nee, Entschuldigung. Da ist noch was. Da unten ist doch noch mal ein bisschen fester. Jetzt, okay, ne? Jetzt haben wir es aber. Gut. Ja gut, aber das musst du auf jeden Fall noch mal reinigen. Ja, ich reinige das gleich noch. Hier ist auch total kaputt die Stelle. Flüssigkleber und auch Sekundenkleber können schon auf der Haut ganz schwere Verletzungen hervorrufen, so wie wir es auch bei Herrn Maurer sehen konnten. Aber gerade im Bereich der Schleimhäute, also das heißt Mund, Nase und auch im Bereich der Augen, kann das sehr gefährlich werden. Und da ist es sehr, sehr wichtig, einen Arzt aufzusuchen, so wie es Herr Maurer ja auch getan hat. Doch. Hier ist besetzt. Die Frau. Ah, okay. Ja, kommen Sie rein. Ja. Hallo. Konntest du dich mal wieder nicht von deiner heißgeliebten Fernbedienung trennen? Was willst du denn jetzt von mir, ey? Wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend, da kann ich doch machen, was ich will. Aber dieses Rotzgirl da, ja, was dein Neffe ist, ganz zügeln ehrlich. Zügeln Sie mal ein bisschen ja, Ihre Zunge, der hat ja? Hat nichts Besseres zu tun, als mir dann sowas zuzufügen? Meine ganze Hand ist jetzt kaputt. Ja, aber er hat es nicht getan. Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Der Sandmann oder wie? Nein, ich war das. Wie du? Ja, ich war das. Sie sind die Frau, ja? Richtig. Also nur noch mal so. Okay. Okay. Ich bin das gewesen. Erzähl keinen Scheiß, warum machst du sowas? Soll ich dir erstmal erklären, warum? Du sitzt jeden Tag vor dem Fernseher. Jeden Tag. Manchmal kommst du gar nicht ins Bett. Gut. Die ganzen Nächte sitzt du nur da. Ich komme vom Friseur, bin gestylt, extra für dich. Und du siehst das überhaupt gar nicht. Aber du denkst mal, dass du dir das Ganze nur leisten kannst, weil ich den ganzen Tag arbeiten bin. Und wenn ich dann nach Hause komme, beschwerst du dich noch, dass ich noch ein bisschen Zeit für dich habe? Ich habe mich nicht beschwert. Ich wollte dir einen Denkzettel verpassen. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, wie, was soll ich machen? Wenn ich mit dir reden wollte, du warst überhaupt nicht ansprechbar. Und da habe ich gedacht, so, jetzt machen wir mal ein bisschen Sekundenkleber drauf, damit du dir das mal merkst. Ich kann das Anliegen seiner Frau natürlich nachempfinden auf der menschlichen Basis. Auf medizinischer Sicht ist das natürlich ein ganz schlimmes Vergehen, einen Menschen so zu verletzen. Dabei handelt es sich ja schon um Körperverletzung. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass man solche Konflikte erstmal versucht, verbal zu klären. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Also ich glaube, Sie sind hier jemandem mal eine ganz große Entschuldigung fällig. Hm? Tut mir leid, Junge. Aber du warst der Einzige, der da war. Und muss ich irgendwie jetzt zur Nachsorge irgendwie? Nein, ich stelle ihn bis zum Ende der Woche noch eine AU aus. Und danach können Sie aber wieder ganz normal arbeiten gehen. Und vielleicht nächstes Mal dann lieber das Gespräch suchen, anstatt den Weg. Ganz ehrlich. Gut, wenn Sie mal ein paar Jahre wieder nach vorne lachen. Alles Gute für Sie. Behalte ich. Tschüss. Wir sind fertig. Mir. Ja, ich bringe Sie noch nach vorne. Okay, vielen Dank. Bitte. Der Ehemann ist glimpflich davongekommen. Dagegen gibt es bei der Patientin mit den Nackenschmerzen inzwischen alarmierende Neuigkeiten. Ich war gerade mit der Frau Palinka, hieß sie, ne? Genau. Palinka. Meningitis hat sich bestätigt. Ah, okay. Liquorpunktion, falls du da die Werte alle haben willst. Sie sind wohl vorne schon durchgegangen. Also bakteriell oder? Viral. Ja. Okay. Die ist von der Untersuchung direkt in isolierte Zimmer gekommen. Die ist auf Station. Wie sich die Sekretärin mit der Hirnhautentzündung infiziert hat, ist noch fraglich. Da Ansteckungsgefahr herrscht, sind Schutzmaßnahmen dringend erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass das Pneumokokken oder Meningokokken sind. Die werden über Tröpfcheninfektionen übertragen. Und das heißt über den ganz normalen Atemweg. Wir sind alle geimpft, das Krankenhauspersonal. Aber bei Menschen, die nicht im Krankenhaus arbeiten oder beim Arzt, ist der Impfschutz nicht immer komplett gegeben. Daher bringen wir hier immer ein Schild an, dass es sich um ein Isolationszimmer handelt und wenigstens der Mundschutz getragen werden sollte und auch bitte Handschuhe. Schutzimpfungen sind nicht nur für Krankenhauspersonal extremst wichtig, sondern auch für jeden anderen Menschen, um vor
Erregern wie gerade Meningokokken, Pneumokokken zu schützen. Deshalb empfehle ich jedem Menschen, sich gegen das impfen zu lassen, was möglich ist. Ja, was ist denn jetzt los und warum muss ich überhaupt hier die Sachen tragen? Also, ich habe mir gerade die CT-Bilder angeguckt. Es hat sich zum Glück kein Schlaganfall präsentiert bei ihrer Schwester. Aber mein Verdacht auf eine Meningitis hat sich bestätigt. Die Frage ist nur, wo haben Sie sich das dann geholt? Weil Sie sagten, Sie arbeiten im Büro. Genau. Also ist jemand krank gewesen? Nein, da waren alle gesund. Aber meine Nachbarin ist eine ältere Dame, um die ich mich ein bisschen mitkümmere. Ja, stimmt. Okay, ja. Sie betreuen eine ältere Dame noch. Das kann natürlich sein, gerade bei älteren Menschen. Genau, die war krank und dann war die auch im Krankenhaus. Das hatte mir ihre Tochter erzählt, aber... Auch wegen dem Infekt oder warum war sie? Ja, die hatte Hirnhautentzündung. Ja, und das ist genau das, was sie jetzt leider auch haben. Und sich schon über diese Nackensteifigkeit, die sie ja berichtet, von der Sie berichtet haben, ja schon so stark präsentiert hat. Frau Palinkas bleibt jetzt für die nächsten 2 Wochen bei uns im Krankenhaus. Sie bekommt eine Antibiose. Auch ihrer Schwester, die zwar geimpft war, aber auch die ganze Zeit Kontakt hatte, bekommt bei uns eine Single-Shot-Antibiose. Das heißt also eine einmalige Gabe. Die Meningitis ist natürlich ein sehr schlimmes Krankheitsbild. Wir haben sie jetzt aber recht schnell feststellen können und einschreiten können. Und dementsprechend hat Frau Palinkas eine sehr gute Prognose. Die 35-jährige Sekretärin hat die Hirnhautentzündung ohne Folgeschäden überstanden. Ihre Schwester hatte sich zum Glück nicht angesteckt. Um sich von den wochenlangen Schmerzen und Arztbesuchen zu erholen, planen die Geschwister nun einen gemeinsamen Urlaub.